Liebe Zuschauer, Zahlenflut nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA. Viele Unternehmen haben Zahlen vorgelegt und natürlich auch für ordentlich Reaktionen an den Märkten gesorgt. Ein Unternehmen, was insbesondere ins Auge gefallen ist, das ist Beyond Meat. Der vegane Hype in den USA geht weiter. Das sieht man auch an den Zahlen. Roland Hirschmüller, unser Experte hier auf dem Stuttgarter Parkett. Roland, wie sind die Zahlen ausgefallen und kann man diese guten Zahlen dann letztendlich auch an der Börse sehen? Man muss absolut sagen, da passt irgendetwas überhaupt nicht zusammen. Du hast es gesagt, Hype, Beyond Meat, mit $25 im Mai gekommen. Wir haben 240 US-Dollar in der Spitze gesehen, das ist noch gar nicht so lange her. Jetzt hat Beyond Meat tatsächlich fantastische Zahlen gebracht. Sie haben für das Gesamtjahr ihre Erwartungen nach oben genommen. Sie haben tatsächlich 6 Cent Gewinn pro Aktie gemacht. Das ist doppelt so viel, wie die Analysten erwartet haben. Und wie gesagt, auch das Umsatzwachstum, es ist weiter exponentiell. Und trotzdem, die Aktie nach Börsenschluss, sie hat weiter verloren. Wir stehen momentan auf einem Niveau von unter 100 US-Dollar. Und das, wenn man es gegenüber dem All-Time-High sieht, da ist schon ein ganz, ganz kräftiger Absturz. Aber bei Beyond Meat gilt Ähnliches, wie wir es bei Tesla sehen. In dieser Aktie, da sind unheimlich viele Spekulanten drin, da ist unheimlich viel Bewegung. Natürlich ist es in diesem Bereich vegane Produkte ein absoluter Marktführer. Sie sind als erstes auf diesen Trend aufgesprungen. Und wenn es letztendlich eines zu kritisieren gibt, dann ist es bei dieser Aktie einfach das. Die Nachahmer, sie stehen überall in den Startlöchern, ob das Tyson Food ist oder wie die ganzen Konkurrenten auch alle heißen. Es gibt unheimlich viele Nachahmerprodukte. Das bringt natürlich Preisdruck auf Beyond Meat. Das bringt Preisdruck auf die Patties, die sie verkaufen. Und insofern muss man ganz klar sagen, das Geld verdienen in diesem Segment, es wird schwer. Und keine Frage, die Aktie ist natürlich extrem hoch bewertet, aber es ist das Aushängeschild einer ganzen Generation, einer ganzen Branche. Und wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Weitere spannende Zahlen gab es bei Google. Blicken wir auf das Zahlenwerk und auch auf Spekulationen, die im Raum stehen. Ja, das Zahlenwerk von Google, es hat etwas enttäuscht, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Die Zuwachsraten, die wir hier gesehen haben, jeder schaut immer auf das Cloud-Business, in dem auch Google vertreten ist. Aber da muss man sagen, man hat es nicht geschafft, den Abstand zu Microsoft und schon gar nicht zu Amazon zu schließen. Es waren sehr, sehr viele Ankündigungen, sehr viel Geld wurde von Google investiert in diesem Bereich. Aber da scheint es nicht so ganz zu laufen. Nichtsdestotrotz, Google ist eine Gewinnmaschine, 40 Milliarden Umsatz, das heißt +20% gegenüber Vorjahr. 9 Milliarden bleiben unterm Strich im Quartal wohlgemerkt stehen. Das ist schon sensationell, aber man muss eindeutig sagen, Google ist weiterhin abhängig von ihren Werbeklicks, von den Sucherfolgen. Alle anderen Themen, die Diversifikation in andere Bereiche, wie wir das mit dem Handy gesehen haben, ja, sie kommen voran, aber hier wird letztendlich nicht das große Geld verdient. Aber nichtsdestotrotz, Google ist immer auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern. Autonomes Fahren, Waymo letztendlich, Drohnenlieferungen, da ist man dabei. Diese ganzen Projekte haben in einem Quartal alleine 1 Milliarde US-Dollar verschlungen. Und jetzt kam die nächste Nachricht, du hast es angekündigt, Google möchte in den Bereich einsteigen, Fitnessarmbänder, Fitness-Tracker. Und wer ist da besser prädestinierter zu einem Aufkauf als der Pionier in diesem Bereich, Fitbit? Die Aktie hat gestern nach dieser Ankündigung, nach diesen Gerüchten, die gestreut worden sind, in der Spitze über 30% zugelegt. Und man muss sagen, Fitbit, er ist der Erfinder dieser Fitness-Tracker, hat aber schon wesentlich bessere Zeiten gesehen. Die Aktie kommt von 50 US-Dollar, steht jetzt momentan gerade bei 5 Dollar, insofern quasi ein Schnäppchen. Und was bei Fitbit natürlich letztendlich interessant ist, es ist nicht die Technik an sich, da ist man mit Sicherheit auf der einen Seite bei der Apple Watch weit im Hintertreffen, auf der anderen Seite die billigen Produkte aus Asien, die bringen Fitbit in eine letztendlich Sandwich-Position, die es sehr, sehr schwer macht. Aber sie haben unheimlich viele Daten gesammelt, sie arbeiten mit amerikanischen Krankenkassen zusammen und wer könnte besser Daten auswerten als Google? Insofern sehr, sehr interessant für die Company. Das bleibt auf jeden Fall auch eine richtig spannende Geschichte und Spaß macht momentan der Blick auf die Indizes, All-Time-Highs. Haben wir unter anderem auch guten Zahlen zu verdanken. Zur Wochenmitte noch die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Vielleicht kannst du darüber noch einen Blick sagen, denn manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, es geht gar nicht nur um die Konjunktur, sondern Donald Trump macht so viel Druck auf die US-Notenbank, dass sie sich quasi deswegen schon genötigt fühlen, die Leitzinsen zu senken. Zunächst einmal muss man sagen, ja, der Markt ist in Feierlaune, ganz langsam nach oben. Es ist nicht so, dass man euphorisch wäre, dass die Stimmung euphorisch ist. Nein, der Markt, er geht jeden Tag Stück für Stück, Step by Step, in einer ganz geordneten Bahn nach oben. Wir haben neue All-Time-Highs gesehen im S&P 500, S&P 100, im Nasdaq 100. Das ist natürlich schon eine wirkliche Ansage, wenn man das Ganze sieht. Und man hat den Eindruck, im Markt hat ein bisschen ein Paradigmawechsel stattgefunden, jetzt auch mit den Quartalszahlen. Die Anleger, sie kaufen wieder verstärkt konjunktursensitive Werte, ein Paradebeispiel 3M, die wir hier auch in Deutschland kennen. Die Quartalszahlen
Quartalszahlen haben nicht überzeugt, aber trotz mäßiger Quartalszahlen hat die Aktie seither fast 10% zugelegt. Das heißt, der Markt an sich, er glaubt wieder an eine Konjunktur, die sich eigentlich stabilisiert, die nicht in die Rezession abrutscht. Und da kommt genau der Punkt, den du gesagt hast. Eigentlich bräuchte man hier nicht unbedingt Zinssenkungen, wenn der Markt schon wieder darauf spekuliert, dass die Konjunktur spätestens im nächsten Jahr, im Wahljahr letztendlich auch, dann wieder besser läuft. Aber Donald Trump, er möchte natürlich ganz, ganz sicher gehen, und dass er wiedergewählt wird. Und da ist natürlich nichts besser als sinkende Zinsen, eine boomende Wirtschaft, weil die wird letztendlich über den Wahlausgang entscheiden. Und insofern ganz klar, er übt hier enormen Druck aus. Und die Märkte, sie erwarten auch eindeutig bei der nächsten Sitzung jetzt eine Zinssenkung. Keine Frage. Also, und wir werden das natürlich hier an der Stelle nächste Woche wieder besprechen, werden an dem Thema dranbleiben. Und liebe Zuschauer, soweit unser wöchentlicher Blick auf den Handel mit Auslandsaktien, wie immer mit Roland Hirschmüller, unserem Experten hier auf dem Stuttgarter Parkett. Und ein Satz noch zum Ende. Wahljahre sind übrigens gute Jahre für die Börse. Also wir sind gespannt, was da nächstes Jahr alles noch drin ist.